Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen beim neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Wie ihr schwer erkennen könnt, finde ich mich vorm DM. Heute wieder ein Einkaufsvideo. Ich würde euch gerne zeigen, was ich euch alles empfehlen würde beim DM, wenn ihr mal da seid, wo ihr mal zuschlagen könnt. Und ich würde sagen, lasst uns loslegen. Achso, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, ist kostenlos. Das allererste, was ihr natürlich holt beim DM, bevor ihr überhaupt irgendwas überlegt. Erstmal rote Beete-Saft. Das ist erstmal auch schön aufgefüllt. Schön damit rein. 7 Stück nehmen, habt ihr direkt für die ganze Woche ausgesorgt. Bei DM ist natürlich nicht so üblich wie bei anderen Supermärkten, sondern ist halt eher so speziellere Sachen. Also nicht so Gemüse und so. Aber hier sind sehr gute Sachen, die man super für Snacks allgemein auch mit in die Ernährung mit einbauen kann. Eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mag, ist zum Beispiel Kokosmehl. Benutze ich sehr gerne für, wenn ich mir selber mal so Pancakes mache oder sowas. Warum Kokosmehl? Weil er hat 35 Gramm Ballaststoffe. Sehr, sehr gut für den Darm, für die Verdauung allgemein. Also wenn ihr irgendwie so einen Mehlersatz haben wollt, benutzt das. Schmeckt sehr, sehr gut. Hat so ein bisschen, wie der Name schon sagt, so einen Kokosgeschmack. Ich habe mir sogar Notizen gemacht, damit ich auch die ganzen Produkte nicht vergesse. Ich war nämlich schon einen Tag vorher hier, um nichts zu verpassen. So, wenn wir schon beim Darm sind, also für den Bauch, ist eine sehr, sehr gute Sache Weizenkleie oder Flohsamenschalen. Flohsamenschalen, 5 Gramm zum Beispiel zu euren Haferflocken dazu. Weizenkleie könnt ihr auch zu euren Haferflocken mit dazu machen. 5 bis 10 Gramm ungefähr. Auch sehr, sehr gut für die Verdauung. In Weizenkleie ist sehr viel Erythrotophan drin. Das heißt, zum Beispiel, hört sich jetzt komisch an. Viele würden jetzt denken, ja, ja, safe, wie soll das jetzt dagegen helfen? Aber es hilft sehr gut gegen Depressionen und sowas zum Beispiel. Weil wenn der Serotonin-Level zu niedrig ist, was halt zu Depressionen führen kann, bringt das den Spiegel wieder nach oben. Und heißt jetzt nicht, dass es den Depressionen rausbringt. Aber wenn es ein bisschen dazu helfen kann, ist schon mal was Gutes. Also Weizenkleie auch sehr gerne in Pouch reintun oder sowas. Dann eine große Empfehlung, Quinoa gepufft und Amaranth gepufft. Wie macht ihr das? Ihr lasst das einfach über Nacht aufsaugen mit Wasser, also was halt aufpufft. 9 Gramm Eiweiß, gute Kohlenhydratquelle, hat auch 4 Gramm Ballaststoffe. Ist eine gute Kohlenhydratquelle, weil ich auch eiweißhaltig. Und Amaranth, 13 Gramm Eiweiß, auch relativ wenig Fett eigentlich vom Dings her. Auch viel Ballaststoffe, auch super Kohlenhydratquelle. Ich finde, hier bei DM gibt es immer so gute Sachen, so wenn man ein bisschen Spaß haben will. So ein bisschen hier mal probieren, da mal Abwechslung, hier mal probieren. Hier sind nicht so diese Standardsachen, die man normalerweise immer benutzt. Das werden die wenigsten wissen. Brottrunk. Auch sehr gut für den Darm, für Leute, die oftmals so ein Völlegefühl haben oder so, ihr wisst auch, so einen aufgeblähten Bauch oder Durchfall oder sowas. So ein Shotglas davon und es läuft wie Butter. Noch eine Ballaststoffbombe, super für Porridge oder sowas, Kakaonips. 28 Gramm Ballaststoffe, 12 Gramm Eiweiß, hat zwar auch Fett, aber das ist gute Fett. Also die Fettbilanz ist sehr gut, 100% Kakaobohnen. Es ist natürlich sehr, sehr bitter. Also wenn ihr das aber in Porridge macht mit bisschen Flavin Tasty, apropos Flavin Tasty, maximaler Rabatt mit Code Arda bei ESN, macht ihr auf jeden Fall euer Porridge leckerer und gesünder. Ich mag es sehr gerne. Am Anfang muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, weil es dieser bittrige Geschmack ist. Aber das ist wie bei dieser Zart-Bitter-Schokolade und sowas. Irgendwann gewöhnt man sich an den Geschmack. Eine Sache, wenn ihr ein bisschen faul seid noch und nicht so Bock habt, sind diese Dinkel-Kaiserschmarrn-Sachen sehr, sehr geil. Bin ich und Dinkel-Pancakes, diese Fertigmischung, feiere ich übertrieben. Ist zwar auch etwas natürlich auch Zucker zugesetzt, aber ich finde so, weil es so einfach ist, kann man sich das mal gönnen. Und es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Also die sind wirklich sehr, sehr fluffig. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis habe ich bis jetzt kein billigeres Leinöl gefunden als bei DM, muss ich ehrlich sagen. Auch von der Bio-Qualität her. Sehr reich an Omega-3-Fettsäuren. Könnt ihr sehr gerne in euer Salat mit reintun oder so, einen Esslöffel rein. Sehr, sehr gesund. Kann ich auch noch empfehlen. Leinöl, Olivenöl und Schwarzkümmelöl sind meine drei Favoriten, was Öl angeht. Brätst du damit auch Fleisch an? Leinöl? Nee, da nicht so. Da benutze ich eher Olivenöl. Oder ganz wenig Sonnenblumenöl oder so. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Wir sind genau in der Primetime hier und es ist übertrieben voll und wir wollen natürlich hier keine Leute stören. Wir werden auch die ganze Zeit angeguckt. Ist ein bisschen unangenehm, aber für den Content kriegen wir es hin. Diese Tomatenstücke bin ich auch sehr, sehr großer Fan von, weil hier ist kein zugesetzter Salz, also hier ist kein Salz drin. Oftmals ist immer sehr viel Salz drin bei diesen ganzen Sachen, zu 100% eigentlich aus Tomatenstücken enthalten. Oftmals ist das Problem, wenn man so diese abgepackten Sachen nimmt, also in diesen Konservendosen, ist oftmals schon vorgewürzt. Und wenn man dann zusätzlich noch würzt, hat man einfach zu viel Salz, was man dann unnötig konsumiert. Deswegen bin ich großer Fan von dem DM-passierten Tomatenstücke. Dann hier diese ganzen Pesto-Sachen.
die Pesto Rosso, auch sehr, sehr geil. Auch das Pesto Rosso, auch fast gar keine zugesetzten Geschmacksverstärker oder sowas drin. Alles natürliche. Entschuldigung, ich brauche eine Trinkgenehmigung. Geht das nicht? So, es sind ein paar Sachen schiefgelaufen. Wir wurden aus dem Laden rausgeschmissen. Deswegen konnte ich auch die Sachen jetzt nicht kaufen. Wir sind jetzt hier zu einem anderen DM gefahren. Guck mal, das ist schlau im Leben. Ich zeige euch jetzt einfach nur noch die ganzen Sachen, die ich euch empfehle. Am Ende könnt ihr dann entscheiden, welches ihr davon kaufen wollt oder was euch angesprochen hat. Wir gehen rein und wir machen weiter. So, bei dem Pesto Rosso ist jetzt nicht das gleiche Pesto, was ich vorhin zeigen wollte. Aber das Gute ist, hier bei dem ist immer Olivenöl mit enthalten. Nicht irgendein anderes zugesetztes Öl, sondern gutes Öl ist immer bei hier drin. Und auch natürliche Zutaten. Rucola, Tomaten, Tomaten, Mandeln, Zitronengras, Salz, Knoblauch und wie gesagt Olivenöl. Oftmals ist da ein anderes Öl dazugesetzt wie Sonnenblumenöl, was eigentlich auch nicht schlecht ist, aber ihr wisst schon, immer optimieren, also ist das eine bessere Alternative. Solche Sachen wie Linsen und sowas brauche ich euch nicht zeigen, das hatte ich auch schon mal beim türkischen Supermarkt gezeigt gehabt. Also rote Linsen, Berglinsen, alles super Proteinquellen. Kann ich auch nochmal zeigen hier, falls jemand sich das Video zum ersten Mal anguckt. 26 Gramm Eiweiß, 13 Gramm Ballaststoffe. Also diese ganzen Sachen sind wirklich Nonplusultra. Was ich auch sehr, sehr gerne mag, zu Porridge oder sowas, so Sachen wie Sonnenblumenkerne. Auch eine super Fettquelle, hat aber auch sehr gutes Eiweiß, auch viel Ballaststoffe. Thema Leinsamen, falls ihr solche Sachen wie Leinsamen und Chiasamen auch in euer Porridge mit reinmachen wollt, würde ich das davor aber immer schroten. Die Körner sind so fest, der Körper braucht sehr lange, um das zu spalten und halt den gewünschten Effekt zu haben. Deswegen würde ich diese Sachen immer in so einen kleinen Mixer reintun. Oder ihr wisst auch diese kleinen, wo man so Shake macht, so dass es ein bisschen zersetzt ist. Und dann über euer Porridge oder sowas reinmachen. Kürbiskerne auch super Sache. Das sind 225 Gramm. An alle Jungs, die schwer zunehmen können oder sowas. Diese Hälfte der Packung habt ihr 37 Gramm Eiweiß, fast 600 Kalorien. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das nicht in der Hofpause schnell snacken könnt. Ganz einfache Geschichte. So, das ist sehr teuer, muss man wissen. Ich glaube, das würde ich eher Leuten empfehlen, die Veganer sind oder sowas. Aber ich habe es auch mal probiert, deswegen würde ich euch das einfach mal zeigen. Ich glaube, die meisten Leute werden es trotzdem nicht holen, aber ich will es mal gesagt haben. Diese veganen Bratwürste, die schmecken ein bisschen, ich sag ehrlich, schmeckt natürlich jetzt nicht wie Fleisch, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Also wenn ihr mal 2,65 € übrig habt für zwei Würstchen, dann probiert es mal aus, weil die Nährwerte sind auf jeden Fall nicht schlecht. Haben 29 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Das sind 130 Gramm, also sind das ungefähr 40 Gramm Eiweiß. 40 Gramm Eiweiß mit zwei Würstchen, müsst ihr euch mal vorstellen. Ist gut, aber ist halt teuer. Ich höre auch immer voll oft, dass vegane Ernährung teuer ist. Vegane Ernährung ist eigentlich nicht teuer. Wenn ihr nur so Linsen, Bohnen, Hülsenfrüchte und sowas benutzt. Es wird erst teuer, wenn halt diese ganzen Ersatzprodukte dazu kommen. Die knallen halt rein. Tofu, auch super Eiweißquelle. Wenn ihr Tofu holt, dann würde ich immer eher den geräucherten nehmen. Schmeckt besser als der natürliche. Der hat allgemein schon so ein bisschen Dingsgeschmack. Den musst du eh so viel würzen. Aber wenn ihr euch den zubereitet, wichtig, wenn ihr den aufmacht, zwischen zwei Papiertüchern erstmal ein bisschen den Saft rausquetschen und dann erst schneiden. Nicht mit diesem Saft, weil das wird dann zu pappig. Kann ich euch gerne mal zeigen, wie man Tofu zubereitet. Glaubt mir, ist eigentlich auch ein bisschen underrated. 13 Gramm Eiweiß, auch relativ wenig Kalorien. Hat zwar ein bisschen mehr Fett, aber ja. Abwechslung. Wichtig ist, ich bin immer ein Fan von Abwechslung. Wenn ihr jeden Tag nur Hähnchen isst, packt mal ein bisschen Tofu rein, Fisch rein, Eier rein. Mal einen veganen Tag, mal einen vegetarischen Tag. Ich finde, das macht die Sache spannend und es wird nicht langweilig. Jetzt, guck mal, wir haben so viele Möglichkeiten, uns zu ernähren. Das sollte man auch nutzen. Und es muss nicht immer teuer sein. Also man kann so einfache Gerichte machen. Ihr nehmt euch die Linsen, kocht die auf, wie Reis. Nehmt euch ein bisschen was von dem Pesto Rosso, rührt das runter, macht daneben eine schöne Portion Gemüse. Habt ihr eine schöne eiweißhaltige, kohlenhydrat-ballaststoffhaltige, vitaminhaltige Mahlzeit. Super Essen. Soja-geschnetzeltes. Könnte man so eine Fake-Bolognese draus machen. Auch mit Tomatensauce, nehmt ihr diese passierten Tomaten davor, schön würzen. Das hat dann nach einer Weile so nicht ganz wie Hackfleisch, aber so ein Hackfleischgeschmack, so konsistenzmäßig, so dieses Dings. 52 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, crazy. Und dann alle, die sagen, durch zu viel, also durch Soja kriegt man irgendwie das männliche Hormon irgendwie Östrogene oder so. Sagt man, aber stimmt nicht. Also okay. Bis dieser Zustand entsteht, müsstet ihr gefühlt, tonnenweise essen. Also habt keine Angst irgendwie vor 100 Gramm Soja geschnetzelt oder sowas. Dadurch wachsen euch nicht direkt Brüste. Also ich höre manchmal, ich krieg Nachrichten mit ja Soja und weil ich manchmal Mandelmilch oder Sojamilch benutze. Direkt ja, die tun so, als ob ich direkt dann Doppel-D Brüste habe danach, nach einem Glas. So Sachen wie Haferflocken und sowas müsst ihr jetzt nicht unbedingt von hier holen. Aber eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mag, sind hier diese Dinkelflakes. Ich bin riesen Cornflakes-Fan und die machen die Sache auf jeden Fall immer sehr, sehr lecker. Hat auch mehr Ballaststoffe als normale, 8 Gramm.
14 Gramm Eiweiß. Also zum Beispiel das in Kombination hier mit den Dinkel gepufften. Dazu ein bisschen hier Mandelmilch. Mama. Super. Also sehr oft. Dann hier Kokoschips. Auch finde ich so super als Snack. Das snack ich eigentlich so zwischendurch. Kann man auch aufs Porridge machen oder wo auch immer. Auch Ballaststoffbombe. 15 Gramm Eiweiß, 15 Gramm Ballaststoffe, 7 Gramm Eiweiß, also 8 Gramm Eiweiß. Auch gute Fette, also vom Kokos. Diese ganzen Sachen sind so super Snacks für Leute, die halt schwer zunehmen können. Wie Apfelringe, Mango, diese Mango-Sachen und sowas. Nüsse sowieso. Wo sind hier die Koji-Beeren? Sehr, sehr gut an Antioxidantien. Auch sehr, sehr gesund. Könnt ihr auch toppen. Wie gesagt, hier bei DM bin ich großer Fan. Hier kann man so die ganzen Mahlzeiten pimpen. Das sind alles Sachen, so, die man sich dann holt und hat man auch länger was davon. Kokoswasser, natürliche Elektrolyte. Falls ihr euch keine Supplement holen wollt, aber trotzdem ein bisschen Kokos-Elektrolyte tanken wollt. Kaltes Kokoswasser, auch sehr lecker. Mein Paradies, hier so Erdnussmus, weißes Tahini-Mus. Immer hier drauf achten, dass ihr immer das Mus nimmt. Ich glaube, das sage ich fast in jedem Video, aber das ist sehr wichtig. Nicht die Butter nehmen, weil die sind aus 100% Erdnüssen. Bei den anderen ist immer noch irgendwas dazugesetzt und Zucker drin, hat gar keinen Sinn. Auch hier diese Cashew-Sachen hier. Cashew-Mus, sehr, sehr lecker. Weißes Mandelmus, auch sehr, sehr lecker. Wenn ihr holt, dann holt weißes Mandelmus. Schmeckt meiner Meinung nach besser als das braune. So Nudeln und sowas, das könnt ihr auch woanders holen. Wie gesagt, ich habe euch hier eigentlich eher so diese speziellen Sachen gezeigt. Was ich euch empfehlen kann, was ich öfters hole, wenn es halt alles. So Leute, wir holen wieder rausgeschmissen. Aber ich glaube, ich konnte alle Sachen zeigen, die ich eigentlich geplant hatte zu zeigen. Ich hoffe, es war ein Mehrwert für euch. Ich hoffe, ich konnte euch den einen oder anderen Tipp geben. Ein bisschen mehr Einblick geben, was ich kaufe bei DM. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wo ich als nächstes einkaufen gehen soll, was euch interessiert, wo ihr meine Empfehlung gerne haben wollen würdet. Und wie gesagt, checkt die Produkte ab, kann ich wirklich nur vom Herzen empfehlen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, ist kostenlos. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Prost.